Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. So, wir haben lange gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Global Company ist für den LS19 von der LS Mod Company erschienen in der Version 1.0 und wir stellen jetzt in dem Fall hier das Grundgerüst vor. Das ist auch nicht viel. Die Add-ons, die zur Global Company gehören, stellen wir einzeln vor, weil ansonsten würde das Ganze nämlich den Rahmen sprengen. Wenn ihr das Ganze installiert habt, seht ihr hier oben im F1-Menü, dass ihr mit Steuerung links und G das Global Company öffnen könnt. Das sieht dann prinzipiell erstmal hier so aus. Übersicht, Global Company und ja, zurück, Farmland, platzierbare Objekte und ihr seht, hier ist nichts. Hier werden dann die Addons aufgelistet, die wir jetzt in dem Fall noch nicht drin haben. Hier oben habt ihr den eigenen Log, also wenn irgendwelche Fehler oder irgendwas entsteht, steht das dementsprechend hier drin im Log allgemein. Hat man hier Global Company, Loading Version 1.0.0, 14.07.2019. Ganz rechts habt ihr Optionen, die ihr an- und ausschalten könnt. Unter anderem Objektinformationen anzeigen, überall platzieren, aktivieren, Pferdehelfer anstellen, mehr Bäume aktivieren, Ballen aufschneiden, aktivieren. Das heißt im Umkehrschluss auch wiederum, ihr könnt euch den Mod Place Anywhere sparen, weil der ist im Company-Mod schon mit drin. Genauso braucht ihr nicht mehr den Mod Mehr Bäume, also More Trees oder Pferdehelfer. Das könnt ihr jetzt alles separat hier aktivieren und deaktivieren und spart euch damit dementsprechend zusätzliche Mods. Ballen aufschneiden, aktivieren ist, denke ich mal, logischerweise auch selbsterklärend. Gut, das ist prinzipiell das Grundgerüst, das braucht ihr für die Addons. Mehr könnt ihr im allgemeinen Grundgerüst auch gar nicht machen. Weiterführend findet ihr dann in den nächsten Videos einzelne Addons, also sprich einzelne Fabrik-Skripte, die dann dementsprechend mit dieser Grundbasis hier zusammenarbeiten, beziehungsweise diese wirklich benötigen. Das Basispaket, beziehungsweise das Grundgerüst könnt ihr euch downloaden. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr natürlich in der Videobeschreibung mit verlinkt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Ihr legt eine eigene Playlist für Global Mod Company an. Deswegen klickt euch da durch. Viel Spaß. Ich bin erstmal raus. Bis gleich. Peace.